habe mit Abby jetzt seit, wirklich seit wir im Wald waren, quasi permanent Ressourcenmangel. Und das bin ich von dem Spiel überhaupt nicht gewöhnt. Und ich frage mich, ob ich zu verschwenderisch mit meinen Waffen bin. Vielleicht sollte ich mit ihr doch mehr Nahkampf machen, weil sie ist immerhin eine Kampfsau. Oder ob ich nicht genug loote. Zweiteres würde mir echt sehr im Herzen wehtun. Wenn ich an all den ungelooteten Loot denke, der doch irgendwo in den alten Leveln rumliegt, dann wäre ich ganz traurig. Die Hammeriten waren diese fanatischen Religiösen. Ah ja, klingt tatsächlich nach denen hier. Die diesen Erschaffergott angebetet haben und auch immer diese Roboter geschmiedet haben und so weiter. Hab Teil 3 letztens mal wieder ausgepackt. Ist immer noch ein tolles Game. Da gibt's Überschneidungen. Die haben hier zwar keinen Kampfroboter, die lehnen Technik sogar grundsätzlich ab. Außer natürlich Schusswaffen, weil die sind schon praktisch. Die nimmt man dann schon mal, aber alles andere ist böse. aber ansonsten sind das auch ziemlich religiöse Fanatiker, die irgend so eine Urmutter anbeten. Also Urmutter stimmt nicht ganz. Das war tatsächlich ein real existierender Mensch. Machen wir mal den Schaden unserer Jagdpistole höher. Was ist das gleich nochmal? Genauigkeit und Stabilität. Pff, wer muss treffen, wenn er ordentlich Schaden macht? Hä? Ist auch schön gemacht, dieses Waffenmodden. Ich glaube tatsächlich, dass die für jeden einzelnen Mod, für jedes einzelne Upgrade eine eigene Animation gemacht haben für jede Waffe, oder? Das ist schon immer schön gemacht. Bin ja mal gespannt, ab heute ist im Fallout 76 ja ein neues Event mit der Bruderschaft, wo wir gerade bei Fanatikern wären. Aha, wirklich, das wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht mitbekommen. Sind die dann jetzt auch live vor Ort quasi? Zu der Zeit lebt ja... Nee. Der Original Maxen lebt zu der Zeit nicht mehr. Das dürfte dann sein Sohn sein wahrscheinlich. Oder der erste Nachfolger. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber der wird wahrscheinlich nicht extra nach West Virginia kommen, oder? Ich meine, wer weiß, was die Autoren alles so zusammenschreiben. Aber ein bisschen unlogisch wäre es halt. Ist dein Aim vielleicht einfach besonders gruselig? Eigentlich nur mit der Pistole. Mit der schieße ich schon meistens daneben, aber die macht auch keinen Schaden. Um die ist es nicht schade. Bei den anderen geht's, glaube ich. Bei einer Konsole würde ich auch nicht das Scheunentor treffen. Ah, das ist bei mir eigentlich echt nicht so. Dadurch, dass ich viel mehr mit Controller spiele, kann ich mit Controller eigentlich recht gut zielen. Vor allem haben ja Spiele auf Konsole mit Controller meistens auch relativ mehr oder weniger subtile, kommt immer aufs Spiel drauf an, Zielhilfen. Das geht schon. Oh, shit. Kleiner? Noch da? Komm bloß nicht näher! Ich bin's! Tut mir leid. Wie geht's dir? Ich werde deinen Arm bewegen. Lehn dich an mich.
Wo bringst du sie hin? Komm. Was hast du vor? Ich gebe ihr eine Chance. Das sieht schon echt schmerzhaft aus. Ich brauche alles Verbandszeug, was du hast. Hey, alles okay. Runter damit! Nimm ihn runter! Ich sag der Bogen runter! Ellie, was soll das? Alles! Lev, Bogen runter. Ist okay. Abby, wer sind die Kinder? Meine Lebensretter. Kannst du sie dir ansehen? Bleib, Alice. Das ist Yara. Wie kam das? Ein Hammer. Ich war's nicht. Leg sie hin. Spürst du das? Yara. Nein. Ich wollte es säubern und versuchen. Der Knochen ist zerschmettert. Das Compartment-Syndrom. Was heißt das? Das heißt, dass der Arm ab muss. Sie ist Soldatin. Sie braucht ihren Arm. Wir können ihn nicht absterben lassen. Es soll nur nicht mehr wehtun. Bitte. Was brauchst du? Am besten eine Säge, Fäden, Klammern, Antibiotika. Aber das können wir wohl vergessen. Wir haben Messer, Feuer. Schneiden und ausbrennen? Sie stirbt an der Infektion. Schreib eine Liste. Ich gehe zum Krankenhaus und hol alles. Du brauchst deinen ganzen Tag. Ist mir egal. Es geht nicht um dich, Abby. Sie kann nicht so lange warten. Und was ist, wenn ich dich in 2 Stunden hinbringe? Das Wolf-Krankenhaus, oder? Auf der Westseite. Wie? Wir haben Brücken. Hoch oben, so umgehen wie die Überschwemmung. Und eure Leute. Schafft sie 2 Stunden? Wahrscheinlich, ja. Dann schreibt die Liste. Warte, ernsthaft? Die Brücken gehören den Skars. Sie schicken immer nur kleine Trupps los. Hörst du? Kleine Trupps. Das ist kein Spiel. Lev? Sie führe dich. Sie beschütze dich. Abby. Abby! Hey. Was? Du... Sind das meine Schlüssel? Sorry. Können wir reden? Rede. Warum machst du das? Hey, sie kam einfach her. Okay. Ich glaube, sie weiß nichts von letzter Nacht. Letzte Nacht ist mir egal. Mir nicht. Welcher? Ich hoffe, du weißt, was du tust. So. Wir dürfen wohl Schrott sammeln für die und die bauen das alte Observatorium aus oder so.
Vielleicht haben wir ja bald ein Appalachia Liberty Prime. Ach, bei dem Event der Bruderschaft, okay. Ja, weil gerade über Fallout 76 geschrieben wird im Chat. Mir geht's auch so, dass dieses Fallout First Programm da, das war der endgültige Todeszeitpunkt von Fallout 76, auch für mich. Ich spiele das jetzt aktuell sogar mit Merlin ab und zu, weil ich mir gedacht habe, das ist vielleicht ganz nett, abends zu zweit zu spielen, aber nee. Hab dem Spiel da quasi noch mal eine Chance gegeben, aber nicht mal zu zweit auf der Couch ist das wirklich richtig cool. Ist ganz nett, aber naja. Aber ich habe einfach echt das Gefühl, das ganze Spiel ist ein einziger riesiger Workaround. Ein einziger riesiger Kompromiss. Irgendwie haben die einfach gemacht. Also die haben halt so viel um Probleme herumarbeiten müssen, damit die das einigermaßen realisieren können, was die da wollten mit ihrem Multiplayer-MMO-Zeugs, dass einfach nichts funktioniert. Und das Spiel ist ja jetzt noch so verbuggt, ey. Vergeht keine Stunde, in der Merlin und ich nicht über mindestens einen mehr oder weniger schwerwiegenden Bug stolpern. Also es ist jetzt nichts, was das Spiel kaputt macht. Gut, okay. Gestern hatten wir wieder eine Hauptquest, die nicht funktioniert hat, trotz neu einloggen und so. Weil der, naja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, sowas gibt es einfach immer noch, Mensch. Und wie alt ist das Spiel jetzt schon? Ist es schon im zweiten Jahr jetzt, glaube ich, oder? Die sollten das echt mal reparieren, statt irgendwie komischen neuen Content hinzuzufügen. Und genau, für mich wäre es auch so, Privatserver wären das Einzige, was das Spiel retten könnte. Privatserver mit der Möglichkeit zu modden. Dann wäre das Spiel halt noch cool vielleicht. Aber ich meine, ein Bethesda-Spiel wird traditionell einfach immer von der Community repariert. Und das ist halt bei Fallout 76 nicht möglich. Das ist das große Problem hier, würde ich sagen. Naja, jetzt speichern wir mal bei The Last of Us 2. Sind deine Freunde auch Wolves? Nein, heute nicht mehr. Beim nächsten Mal. Morgen geht's dann weiter, quasi. Also, wenn dieses Video auf YouTube landet, geht's morgen genau an der Stelle weiter. Aber wir machen jetzt heute im Stream nochmal mit Fall Guys weiter, weil da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Verbindungsfehler. Na dann, Fall Guys. So unbedingt will ich dich jetzt auch wieder nicht spielen. Ist schon in Ordnung. Versuchen wir es wirklich später nochmal. Spielen wir noch eine Runde The Last of Us 2. Ich finde das auch so faszinierend bei den Naughty Dog-Spielen, aber auch bei vielen anderen Spielen heutzutage, dass die keine Ladezeiten mehr haben. Keine Ladezeit in The Last of Us 2. Nie. Super faszinierend. Dafür ist die Ladezeit, wenn man das Spiel startet, so wie es wir jetzt machen. Also dann, bevor das Spiel losgeht, sehr lange. Aber alle anderen Ladezeiten sind perfekt versteckt. Das Spiel wird perfekt gestreamt. Es gibt dann immer wieder so Passagen, wo man irgendwie durchkriechen muss oder irgendwie eine Tür aufmachen muss, was länger dauert. Da kann das Spiel dann immer heimlich nachladen. Aber das funktioniert einfach perfekt. Wirklich faszinierend. Genau, und was da dann eben die PS5 für neue Möglichkeiten bietet, da verstehe ich schon, warum da viele Entwickler gehypt sind. Deswegen, aber mal schauen, wie es dann wirklich wird. Ich muss mal schnell den Namen ändern. Ich meine, viele, also eigentlich wahrscheinlich alle Dritthersteller werden garantiert noch lange Zeit für die alte und die neue Konsolengeneration parallel entwickeln. Aber Sony hat ja tatsächlich angekündigt, dass die einen harten Cut machen. Im Gegensatz zur vorherigen Generation werden die wirklich so sagen, zack, ab jetzt nur noch PlayStation 5 exklusiv, damit wir auch wirklich die neuen Features der PlayStation 5 nutzen können. Bin ich gespannt, wie sich das eben auf so Open-World-Spiele zum Beispiel auswirkt, dass der Speicher, das so viel schneller ist. Aber ich sag's euch jetzt schon, die winzige im Verhältnis zu Spielen, dann nächstes Jahr, im Grunde schon im Verhältnis zu Spielen jetzt, aber vor allem dann im Verhältnis zu zukünftigen Spielen, die winzige Festplatte der PlayStation 5 wird ein Riesenproblem. Weil da wird man irgendwann mal kein ganzes Spiel mehr draufkriegen. Das dauert wahrscheinlich nicht lange, bis die Festplatte quasi zu einem limitierenden Faktor wird in dem Ganzen. Oder werden die Spiele dann in Echtzeit D und
Also, ja, das wird dann das Äquivalent zu den Discs, die wir früher hatten. Früher hatte man 4 CDs und jetzt gibt es 4 Download-Pakete. Und wenn man so ans Ende von Download-Paket 1 gespielt hat, dann wird das heimlich deinstalliert und das Paket 2 wird schon installiert, während man spielt. Man muss halt dann immer online sein. Anders kann ich es mir echt nicht vorstellen. Ja, das stimmt natürlich. Die PS5 Pro wird dann wahrscheinlich. Nee, ich meine, die haben schon gesagt, externe Festplattenspeicher werden von Anfang an unterstützt. Aber ich denke, das ist auch dringend notwendig. So. Dialoge anhören. Wir hatten Glück, dass Mel da war. Sie ist eine der besten Ärztinnen in Seattle. So. Mel. Und wie heißt er? Der Mann? Owen. Mel? Owen. Abby. Und der Hund heißt Alice. Ich mag keine Hunde. Wie kommen wir zu den richtig hohen Gebäuden? Die Brücke ist dort. Der Weg da vorne führt ins Zentrum. Der Weg beginnt am Ufer des reißenden Flusses. Bring uns dahin, dann übernehme ich. Bringen uns diese Brücken wirklich über die Stromschnellen? Ja. Über alle? Ja. In nur ein paar Stunden? Ich lüge nicht. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, noch mal zum Thema Battle Royale Namensgebung. Schreibt der Aldus gerade was? Ich bin nicht sicher, aber der Film Battle Royale, der heißt wirklich so. Geht es darum, dass eine Klasse japanische Schüler in ein Gebiet gebracht wird und ihnen gesagt wird, nur einer von euch kommt lebend wieder heraus. Das Gebiet hat Fallen und versteckte Waffen und so weiter. Genau, das weiß ich schon. Aber ich habe vorher auf Wikipedia kurz geguckt zu dem Begriff Battle Royale und anscheinend geht der Begriff wirklich schon aufs 20., frühe 20. Jahrhundert zurück. Da gibt es schon irgendwie Zeichnungen, wirklich, wie ich gesagt habe, scherzhaft, dass da so viele Boxer dann im Ring sind, gab es anscheinend früher wirklich so Massenboxkämpfe. Genau, und daher kommt es anscheinend. Wohl. Also der Film ist eher auch nach dem Sportevent Battle Royale benannt. Battle Royale with Cheese. Das ist dann die Steigerung. Sie wird die Operation mit dem machen, was Owen da hat. Das wäre nicht gut. Meinst du, sie schafft es? Wenn wir die Sachen kriegen, ja, dann hat sie Ah. eine gute Chance. Eine Kröte. Wo hoppelt die denn hin? Ins Gebüsch. Na dann. Nice. Ja, ich bin auf den letztendlichen Verkaufspreis der PS5 dann wirklich gespannt. Weil wenn die tatsächlich irgendwie unter $400 bleibt, dann muss die halt irgendwo einsparen. Dann ist die kleine Festplatte wahrscheinlich, die oder verhältnismäßig kleine Festplatte wahrscheinlich der Kompromiss. Wobei es stimmt ja eigentlich nicht. Es stimmt ja eigentlich nicht, dass die so billig sind. Die werden zwar billig verkauft, aber mit dem PS Plus Abo und so weiter zahlt man die auf Raten im Grunde, die Technik, die drin steckt. Wusstest du, dass unsere Hunde Karten spielen? Ich bin 13, nicht 8. Du siehst aber aus, als wärst du 8. Finden andere Leute dich witzig? Nein. Ah, witzig. Was ist Compartment-Syndrom? Wenn sich in den Muskeln zu viel Druck aufbaut, kann das Blut nicht im Gewebe zirkulieren. Gewebe? Eine Art Haut im Inneren des Körpers. Woher weißt du das alles? Ich bin unter Ärzten aufgewachsen. Wie mehr?
Das sieht verdächtig nach geheimem Lootraum aus. Oder geht's da etwa weiter? Nee, ich glaube nicht, oder? Augenblick. Hey. Ah, cool. Cool. Vielen Dank. Klar. Warum ist die Hauptstraße im Fluss geworden? Warum genau, wird, glaube ich, nicht wirklich erklärt. Aber Seattle ist ziemlich überschwemmt. Die halbe Stadt ist ist Ozean mittlerweile. Weiß nicht, gibt es in Seattle irgendwo Dämme oder irgendwie die Wassermassen aufhalten? Keine Ahnung. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Aber ja. In dem Spiel ist es halt so. Seattle, 3 a.m. Munition für die Pistole bauen. Yeah. Moment mal, wirklich, da war sonst nichts drin, außer so ein bisschen Bullshit. Anscheinend wirklich. Bin enttäuscht. Ich war so stolz auf mich, dass ich diesen Raum gefunden habe und dann sowas. Tja, und nun? Mal sehen, ob wir auf dieses Gebäude kommen. Du warst schon mal bei diesen Brücken, oder? Ja. Meinst du, wir begegnen vielen Skars? Seraphiten. Ich weiß nicht. Würdest du damit klarkommen? Gestern ging's ja auch. Ja, aber die haben dich gejagt. Die jagen uns alle. Verstehe ich nicht, was da an der Wand gekritzelt steht. Oh, ein Zettel. Wer auch kommt, ganz egal, ob Wolves oder Seraphiten oder was auch immer, rette mich einfach bitte. Rette mich, ich tue alles, was ihr sagt. Ich zerschneide mir das Gesicht, ich erschieße ein paar Fedra-Arschlöcher, wen kümmert's? Ich darf hier nicht sterben, ich will hier nicht sterben, bitte helft mir, bitte, bitte. Sie werden mich finden und in Stücke reißen. Wer? Vor wem hat sie sich denn versteckt, wenn sie sowohl die Seraphiten als auch die Wolves um Hilfe bittet? Oder eher, die Person halt. Achtung, das Glas. Geheimes Zimmer. Geheime Pistole. Geheimer Lappen. Ah, Schrott. Sehr schön. Ah, wartet mal. Wir haben vielleicht genug Tabletten. Ach so, nee. Für den Baum, den ich haben will, nicht. Eichhörnchen. Stimmt. Du hast recht. Wahrscheinlich versteckt sich vor den Eichhörnchen. Das Einzige, vor dem er mehr Angst hat, als vor Seraphiten und Wolves zusammen. Eichhörnchen. Oder Werwolf-Vampire, könnte auch sein. Oder Time Turtles, das könnte auch sein. Hallo, Ars, wie geht's? Vielleicht zeitreisende Vampireichhörnchen.
Das kommt mir gerade wie die wahrscheinlichste Variante vor. Aber sind nicht alle Eichhörnchen zeitreisende Vampireichhörnchen? Wer weiß, vielleicht. Ich glaube fast, das war nicht der richtige Weg. Die Eichhörnchen sind der wahre Gegner. Angeführt wahrscheinlich von einem dämonischen Dalmatiner. Oh ja, habe ich das schon erzählt? Ich habe übrigens ein Interview gelesen mit Swarry, schon länger her. Und der Dalmatiner hätte ursprünglich in Deadly Premonition 1 tatsächlich eine größere Rolle spielen sollen. Das war nicht nur Bullshit, was wir da geredet haben. Der Dalmatiner sollte ursprünglich, oder ist vielleicht auch, wirklich so eine Art Wächter, der im Grunde über Kaysen wacht im Grunde und ihm gleichzeitig den Willen der roten Bäume mitteilt, damit er den Willen der roten Bäume erfüllt. War doch der richtige Weg. Hab's nur nicht geschafft. Bist du okay? Alles gut. Warum der Dalmatiner dann allerdings unserem Protagonisten hilft immer? Das ist die Frage. Aber ist halt der Wille der Bäume. Wer weiß, was die roten Bäume wollen. Also ich hoffe ja, dass von Deadly Premonition nochmal ein dritter Teil kommt, der irgendwie aufklärt, was die rote Dimension, was die rote Welt und die roten Bäume eigentlich wollen. Was ist eigentlich deren Ziel? Was wollen die von uns? Das würde mich wirklich interessieren und das klärt auch der zweite Teil nicht auf. Im Gegenteil, was das angeht, wirft dir nur noch mehr Fragen auf. Deinem hohen Gebäude. Das Akte X-Spiel kann schon sein, dass du das meinst. Deadly Premonition halt. Deadly Premonition 1 und 2. Doch, das wäre geil. Eine Netflix-Serie zu Deadly Premonition, das finde ich richtig cool. Aber, naja, wahrscheinlich eher nicht. Aber das wäre richtig gut. Wir müssen wohl ein paar guck mal, das sind Space Marines. Das sind aber nicht nur irgendwie Space Marines, das sind Space Marines. Aber hallo, sind das Space Marines. Wo wolltet ihr hin? Keine Ahnung. Einfach weg. Witzig. Sagst du mir jetzt, warum sie wirklich hinter euch her waren? Hab ich doch. Sie wollen einen Jungen töten, weil er sich den Kopf rasiert hat? Es war nicht erlaubt. Es ist eine Regel. Ich brach sie. Warum hast du es gemacht? Ich weiß nicht. Ganz schön Punkrock von dir. Mhm. Ich habe das Gefühl, du hältst nicht viel von Regeln. Oh, das stimmt wohl. Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt. Warum sind das Space Marines in einem Wald mit einem Dungeons & Dragons Spielguide? Ich weiß es auch nicht. Ich meine, es ist ja nicht Dungeons and Dragons, sondern Extended Spells and Treasures. Ich meine, vielleicht ist es halt im The Last of Us Universum so, diese kleinen Abweichungen. Da heißt Warhammer halt Extended Spells and Treasures. Und ich meine, in einem Wald können ja Space Marines durchaus mal sein, oder? Die gehen da auf irgendeinen anderen Planeten, der ist halt bewaldet. Und da gibt es riesige feuerspeiende Echsen. Warum denn nicht? Kann doch sein. Hey Basti, hallo und vielen Dank fürs Abonnieren. Yay! Aha, mehrere verschiedene Schriften hier mit verschiedenen Stiften. An das Mädchen nebenan. Wir sind Sam und James. Wir wohnen in Nummer 302. Wir wussten nicht, dass noch jemand außer uns hier ist. Wir sind in Ordnung, ehrlich. Wir lassen für dich etwas frisch gebackenes da. Gezeichnet Sam. Danke für das Maisbrot. Meine Mutter hat gesagt, ich soll euch diese Flasche Wodka geben. Ich hoffe, er ist gut. Warum seid ihr nicht mit allen anderen im Bus weggefahren? Ich heiße Julia, meine Mutter heißt Heidi, gezeichnet Julia. Wo hast du diesen Wodka her? Der ist super. Wir sind noch hier, weil wir ein paar Horrorgeschichten über die Übergangswohnungen gehört haben.
Die Leute sind auf sich allein gelassen, rauben sich gegenseitig aus und es gibt Mord und Totschlag. Wir wollen es lieber hier versuchen. Sag uns Bescheid, wenn du oder deine Mutter etwas brauchen, gezeichnet Sam. Danke nochmal. Ich werde versuchen, noch mehr Maisbrot-Backmischung zu finden. Das war die Wende. Nett von euch, dass ihr mir helft mit meiner Mutter. Was? Dass ihr mir Hilfe mit meiner Mutter angeboten habt. Ich kann wirklich Unterstützung gebrauchen. Ich gehe jetzt auf Sammeltour. Heute Abend bin ich wieder da. Klopft einfach, Julia. Scars haben James gesehen, als er aufs Dach gekrochen. Was? Als er auf dem Dach gekocht hat? Was lese ich denn zusammen? Hey, aber diese zeitliche Komponente hätte ich ganz anders eingeschätzt, denke ich mir jetzt gerade. Bei dem vorherigen Brief war es schon so, weil das würde bedeuten, die Scars waren schon unterwegs, als Fedra noch das Kommando hatte, als die Leute noch in ihren normalen Wohnungen wohnten und quasi erst umgesiedelt wurden in die Quarantänezone. Das hätte ich nicht gedacht, aber gut. Scars haben James gesehen, als er auf dem Dach gekocht hat. Sie haben ihn erschossen. Oh, wow. Ich habe zwei erledigt, aber einer ist entkommen. Ich schließe unsere Tür nicht ab und lasse ein paar Vorräte in unserem Safe. Die Kombination ist unsere Wohnungsnummer und dann deine Wohnungsnummer. Nimm dir alles und verschwinde von hier, gezeichnet Sam. Ich kann meine Mutter nicht zurücklassen. Ich werde unsere Tür verbarrikadieren und das Beste hoffen. Eure Sachen sind immer noch im Safe. Ich kann nicht gut zielen. Wenn sie hier reinkommen, werden wir uns einfach ergeben, gezeichnet Julia. Okay. Ah, Moment kurz. Jetzt muss ich gleich nochmal schnell in den Brief schauen. Weil die waren Wohnungsnummer 302. Das muss ich mir mal kurz notieren.